Unsere Nachbarn hatten einmal eine Schaufensterpuppe vor ihr Haus gestellt. Der Grund dafür war der Geburtstag der Nachbarin. Ich fand diese Puppe einfach nur abstoßend und gruselig. Vor allem, weil sie irgendwie lebendig aussah. Allerdings auch immer noch wie eine Puppe. Nachts war es besonders schlimm, denn da sah sie am lebendigsten aus. Und immer wenn ich aus dem Fenster sah, dachte ich, dort stände eine echte Frau. Um es anders auszudrücken, ich wollte, dass man diese Puppe endlich wieder wegstellte, damit ich endlich ruhig schlafen konnte. Denn wir wohnten in einem Bungalow und die Puppe stand meinem Fenster gegenüber und schien direkt hineinzustarren. Eines Nachts wachte ich plötzlich auf. Ich hatte mächtigen Durst und ging deshalb in die Küche, um etwas zu trinken. Als ich wieder zurückkam, war mein Fenster offen. Ich war mir sicher, dass es vorher zu war. Doch vielleicht hatte ich mich geirrt. Aus Gewohnheit schaute ich hinaus, um zu sehen, ob die Puppe noch da war. Doch diesmal war sie es nicht. Ich bekam leicht Panik. Was wenn? Ach Quatsch, dachte ich und schloss das Fenster. Die Nachbarn hatten sie wahrscheinlich endlich wieder mit reingenommen. Oder was noch wahrscheinlicher war, irgendwelche Jugendlichen hatten sie mitgenommen. Ich drehte mich um und wollte mich wieder hinlegen, da ich morgen Schule hatte. Dabei kam ich an einem großen Wandspiegel vorbei. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine weitere Person außer mir darin wahr. Erschrocken drehte ich mich zum Spiegel und starrte hinein. Nichts. Ich ging näher und schaute noch einmal genau hinein. Kein Zweifel. Ich war's. Oder? Mein Gesicht begann sich zu verändern. Es dauerte ein bisschen, bis ich genau erkannte, wessen Gesicht das war. Es war das der Puppe. Ich schrie auf. Dann fiel ich in Ohnmacht. Als ich aufwachte, fühlte ich mich komplett steif. Da merkte ich, ich war es auch. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, nur geradeaus gucken und denken. Mehr konnte ich nicht. Ich stand gegenüber von meinem Haus und starrte direkt in mein Zimmer. Darin standen meine Eltern, meine Mutter weinte heftig und auch mein Vater stand den Tränen nahe. Bei ihnen stand ein Polizist und plötzlich wurde mir alles klar. Ich war nun die Puppe. Ich stand vor dem Haus unserer Nachbarn und meine Eltern dachten, ich wäre verschwunden. Doch ich war doch hier. Ich schrie, doch mich hörte keiner, denn ich konnte nur in Gedanken schreien. Ich stehe nun seit vielen Jahren hier, ich kann mich nicht bewegen oder sonst etwas tun. Ich sehe meine Mutter immer wieder, wie sie mein Zimmer betritt und sich weinend alles ansieht. Meine Eltern hoffen immer wieder, dass ich zurückkomme, doch ich werde es nicht. Ich kann es nicht, ich weine innerlich, denn ich sehe, wie sehr meine Eltern leiden und immer älter werden, während ich jetzt bestimmt schon 30 wäre. Und ich wünsche mir Tag für Tag, dass die Nachbarn mich endlich reinstellen, damit ich das hier nicht ertragen muss. Doch sie tun es nicht. Und ich frage mich auch immer wieder, warum mir das passiert ist. Ich war erst 13, als mir das passierte. Ich bin doch hier. Aber sie sehen mich nicht. Die Qualen werden immer größer. Je öfter ich sehe, dass meine Eltern wieder ein Stück älter geworden sind. Objektnummer SCP-841. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. Die 14 Bestandteile von SCP-841 müssen einzeln im Plastik verpackt sein und in einem Standardbesicherungsschließfach für unbelebte Objekte enthalten werden. Außer zu Versuchszwecken ist es verboten, SCP-841 zusammenzubauen. SCP-841 darf nur durch ferngesteuerte Manipulatoren oder von Klasse D-Personal auseinandergebaut werden. Außer für Experimente darf SCP-841 keinen direkten Hautkontakt mit lebenden Menschen haben. Die Bindfäden von SCP-841 sind nicht anormal und können bei Bedarf ersetzt werden. Folglich müssen alle Experimente abgeschlossen werden, in denen mit Hilfe eines niedrig-leveligen Infrarotlasers 808 mm, 300 mW alle Fäden durchgeschnitten werden. Beschreibung: SCP-841 ist eine Holzpuppe, die grobe Ähnlichkeit mit einem Menschen besitzt. Sie besteht aus 14 zusammensetzbaren Teilen, welche aus weißer Bergbirke, Betula cordifolia, bestehen. Die Fäden werden zwischen den großen Gelenken Kopf, Bump, Oberarme, Unterarme, Hände, Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß befestigt. SCP-841 aktiviert seine anormalen Eigenschaften, wenn es vollständig zusammengebaut ist und in Kontakt mit der Haut eines lebenden Menschen kommt. Wird es von einem Menschen berührt, wird die Position der Gliedmaßen des Menschen möglichst genau von SCP-841 gespiegelt wiedergegeben. SCP-841 und das Subjekt werden dann ihre gegenseitigen Bewegungen widerspiegeln. Wenn die Figur bewegt wird, beginnen sich die Gelenke des Subjekts ebenfalls zu verändern, um SCP-841 zu imitieren. Durch diese Rückkopplung kann das Subjekt schwere Verletzungen davontragen, es kann sogar zum Tod durch Überdehnung oder Knochenbrüchen führen. Der Effekt von SCP-841 hört 2 Sekunden nach Loslassen der Figur auf. Testprotokoll. Testprotokoll A.
Vorversuche von SCP-841-Fähigkeiten. T841A1 ist ein sitzendes Klasse-D-Personal, wird angewiesen, SCP-841 von einem Tablett zu nehmen und das linke Bein der Figur zu bewegen. Nachdem das Klasse-D die Figur in die Hand nahm, beugte sich SCP-841-Beine zu einer sitzenden Position. Erschrocken ließ das Objekt die Figur zurück auf das Tablett fallen. Da der Effekt noch 2 Sekunden anhält, fiel das Objekt aus dem Stuhl und landete wie die Figur mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf dem Boden. T841A2. Das Objekt besitzt dieselben Anweisungen wie im vorherigen Test. Während das Objekt das linke Bein der Figur anhob, hob sich ebenfalls das Bein des Objektes an. Das Objekt beschrieb einen unangenehmen Druck am linken Knie und am Hüftgelenk. T841A3. Das Klasse-D-Personal wird angewiesen, den linken Arm von SCP-841 über den Kopf zu heben. Dies sorgt dafür, dass das Objekt seinen Arm hob, wodurch die Figur seinen Arm hob. BBC. Durch das der Arm des Objekts sich weiter in die Luft hob, wurde er kurz danach abgerissen. Das Objekt erlitt einen Schock und starb 3 Minuten durch Blutverlust. T841A1. Das Klasse-D-Personal wurde angewiesen, SCP-841 auf den Boden zu werfen. Das Objekt erlitt eine Zertrümmerung der rechten Kniescheibe sowie des linken Ellenbogens durch extreme Überdehnung einer Wirbelfraktur. 2 zertrümmerte Knöchel und ein teilweise abgetrenntes rechtes Bein. Die Autopsie ergab, dass sich das Bein in der Hüftpfanne mehr als 360 Grad gedreht hatte, genauso wie das entsprechende Teil der Figur sich gedehnt hatte. T841A5. Das Klasse-D-Personal wird angewiesen, mit einer Schere die Bindfaden zu durchtrennen, der den Rumpf und den Kopf von SCP-841 zusammenhält. Das Objekt erlitt umgehend eine vollständige Enthauptung und eine Verdrehung des C4-Wirbels. SCP-841 wurde mit Hilfe eines Baumwollfadens repariert. Zusatz: SCP-841 wurde bei einem Einbruch von Marshall Carter und Dark Auktionshaus von Einbrechern zurückgelassen. Ein Dokument gibt an, dass die Figur bezeichnet als Voodoo-Puppe in Handarbeit von Geschwärz hergestellt wurde, nachfolgend als hochwertig deklariert und der Hersteller als Mann mit besonderen Talenten und Gespür für Geschmack belohnt wurde. Konnte die Figur trotz wiederholter Preissenkungen 11 Jahre lang nicht verkauft werden. Hallo TDH, dieser Brief ist an dich gerichtet. Ich schreibe ihn aus einer dunklen Zelle, in der ich seit Jahren eingesperrt bin. Du bist genauso unverstanden wie ich. Uns verbindet etwas. Ich höre jeden Abend deine Geschichten und sehe, wie viel wir gemeinsam haben. Wir sind nicht verrückt, nur missverstanden. Ich muss jemanden, der mich versteht, die Wahrheit erzählen, warum ich hier zu Unrecht festgehalten werde. Ich spüre, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich werde immer schwächer. Ich bitte dich, den Leuten die Wahrheit zu zeigen. Das ist der einzige Wunsch eines sterbenden Mannes. Mein Job war schon ein einsamer Weg. Ich war ein Mann, der für Geld tote Menschen verbrät. Ich war auf dem Friedhof zu Hause. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Wir kannten uns seit der Oberschule. Sie hat mir blind vertraut. Wir lebten glücklich in einem Einfamilienhaus. Nach der Arbeit spielte ich mit meiner Kleinen und ihren Puppen. Wir gingen mit ihnen raus. Und wenn sie schmutzig wurden, wuschen wir sie danach. Heute nennen sie mich die Bestie und lassen mich nicht raus. Schon in der Kindheit gab es 2 Dinge, die mich fasziniert haben. Ordnung halten fand ich ein Muss. Und es erfreute mich, wie die Puppen meiner Schwester. Ich pflegte sie, wusch sie, ich küsste sie und wurde dann intim mit ihnen. Danach stellte ich sie auf den Tisch und putzte sie. Ich wollte, dass sie sauber sind. Die Puppen sahen so leblos aus und das fand ich ziemlich niedlich. Damit wären wir auch beim 2. Punkt angekommen. Ich hatte schon immer diesen Faible für den Tod und ich roch sehr gerne den Verwesungsgeruch. Ich habe eines Tages eine tote Katze am Straßenrand gefunden und nahm sie mit nach Hause. Ich badete mit ihr und zog ihr die Kleidung der Puppen an. Ich ersetzte ihre Augen durch Murmeln. Es war so schön zu sehen, wie sauber und hübsch sie wurde. Ich konnte nicht widerstehen und hatte Sex mit ihr. Ein paar Jahre später kam die Lehre und die Heirat. Danach arbeitete ich als Bestatter. Was heißt arbeiten? Es war mein Leben. Für die Toten spielte ich Gott. Ich saß nachts an meinem Arbeitsplatz, um die Totenkörper zu Ende zu richten. Manchmal konnte ich nicht widerstehen und berührte mich dann zärtlich. Eines Tages kam die Leiche eines kleinen Mädchens. Sie war so hübsch, doch so einsam. Ich verbrachte jeden Abend mit ihr, bis ich eines Tages zärtlich in sie eindrang.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich konnte sie nicht begraben und nahm sie deshalb mit nach Hause. Ich versteckte sie im Keller, ich baute ihr ein Zimmer. Es war sauber, kleine Schrein und gut versteckt. Ich baute uns ein Bett und heiratete sie. Sie war meine Braut, die ich immer wollte. Ich zog ihr schöne Kleider an, wie damals schon den Puppen. Ich putzte, kämmte, küsste sie und hängte ihr teuren Schmuck um. Wir hatten tausendmal Sex. Ich baute an die Decke Schienen mit Ketten, die sie hielten. Ich musste nur daran ziehen und mein Baby konnte fliegen. Nach einigen Wochen fing ihr Körper an zu zerfallen. Ihre Haut bestand aus Fetzen. Ich musste sie Stück für Stück mit Ölpapier ersetzen. Ihre Zähne tauschte ich auf mit frischem Porzellan, aber um das Gute zu bekommen, musste ich bis nach Holland fahren. Ihre Augen schrumpften und sahen aus wie Rosinen. Ich ersetzte sie durch teure Murmeln, die ich extra für sie gekauft habe. Ich habe sie geliebt, TDH. Sie haben mir einfach mein Mädchen weggenommen, als wäre ich ein Stück Scheiße. Ich hatte auch weiterhin Sex mit meiner Frau, so als ob nichts gewesen wäre. Sie sah mich immer abends am Bett unserer Tochter Geschichten lesen. Da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Als meine Juckreiz bekam und diesen Ausschlag zwischen den Beinen, ging irgendwann zum Arzt, um herauszufinden, was sie hatte. Es war so gegen Ostern. Am nächsten Tag kam die Polizei und hat meine Frau mitgenommen. Es stellte sich heraus, dass der Ausschlag nur von einer Leiche kommen kann. Sie nannten als Ursache das Leichengift und die Vollmesspilze. Sie kamen zu dem Schluss, dass nur ich dafür in Frage kommen kann und haben mich in Untersuchungen aufgenommen. Sie brachen meinen Keller auf und sahen, was ich machte. Sie nannten mich gestört, pervers und auch krank. Ein Soldat ermordet Menschen, doch bekommt Ehre und Rang. Wenn ich krank bin, sind alle krank. TDH, du verstehst mich. Einen Menschen töten ist okay, aber eine Leiche liegen geht nicht. Von unserer Geburt an sind wir alle verdammt. Verstehst du? Alle verdammt! Die Bestie, geschrieben von The Dark Hour.